Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Große Sorge um Bam Margera, 43. Der Jackass-Star versetzte seine Fans in der Vergangenheit immer wieder in Sorge. Der Skateboarder hatte zum Beispiel mit seinem Alkohol- und Drogenkonsum zu kämpfen. Deswegen wurde er sogar in eine Entzugsklinik eingewiesen, aus der er jedoch mehrfach floh. Daraufhin hatte er vor, die Therapie wieder aufzunehmen. Doch jetzt gibt es wieder besorgniserregende Nachrichten, Bam wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie Mirror berichtet, wurde Bam Anfang der Woche in eine Klinik in San Diego gebracht. Der Grund, der TV-Star kämpfe mit einer Lungenentzündung. Diese sei so schwerwiegend, dass der 43-Jährige auf der Intensivstation liege und sogar an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Laut dem Newsport. Hey guys, this is Ghanshyam. Then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.